Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau Randomizer. Beim letzten Mal haben wir weiter hier in der Nähe von Lavandia ein bisschen was an Tränen verprügelt und heute wollen wir uns mal wirklich in Richtung Fortschritt auf den Weg machen. Ne? Mit den Trainern hatten wir schon gesprochen, hier können wir uns noch wilde Pokémon besorgen und ab hier müssten, glaube ich, die Trainer alle noch unbekämpft sein und freundlich und überhaupt. Ja, und du hast erstmal einen Myrapla. Dass du erstmal zu Tode beißen können, schätze ich. Jawohl. Och, so ein Crit. Da wird ja mal besser. Ach, dann das Hornlü, das ich haben wollte. Vor einer Weile und dann einfach keins bekommen habe. Und dann hat er ein Magikarp. Das ist aber nicht so annähernd so cool ist wie unser Magikarp. Aber keinen so coolen Namen hat. Allerdings hat dieses Magikarp tatsächlich überlebt. Sieht auch mal, wie toll Magikarp doch eigentlich ist. Na, Kapodos halt doch das beste Pokémon. Und wir hier mit Pause was anderes. So, ich würde aber sagen, bevor wir uns da an die wilden Pokémon machen, machen wir uns erstmal noch ein paar Trainer. Die wollen ja schließlich aufgeräumt werden und so. Ja, also müssen wir unten erst Zerschneider einsetzen und so. Das ist alles so umständlich. Und hier haben wir erstmal einen Slimog, mit dem wir uns anlegen müssen. Das könnte etwas länger dauern. Ja. Was ersäbelt er? Splash. Oh nein. Nicht Splash. Ha, dann habe ich ihn erfolgreich geflincht. Man konnte doch nicht so viel tun. So, ein Nidoqueen. Ja, das soll mal kommen. Hallo Nidoqueen. Hier drücken wir ja den Bissknopf. Wir bräuchten irgendwie, weiß nicht, Metronom als Halte-Item. Damit, wenn wir denselben Move immer wieder hintereinander benutzen, der stärker wird und so. Das wäre super toll. Ja, diesen Gentleman haben wir erfolgreich besiegt. Und damit hat Magikarp Level 30 erreicht. Und dann ist jetzt anscheinend wieder Stop Jagger Time. Denn selbstverständlich nehmen wir wieder die Pokémon, die ganz unten auf der Liste sind, dann nach oben. Und der hat ein Mew. Jetzt die große Frage, hat Mew schon Psycho-Attacken? Ist auf jeden Fall Transform, also ist es ab jetzt auch egal. Wer erstmal die HP halbiert und ab dann wird jetzt drauf gepoundet. Okay, das verringert unsere Genauigkeit. Natürlich hat es ein Speed-Tie erstmal gewonnen und nochmal. Yay, wir sind gleich schnell. Das ist ein reiner Münzwurf, ja. Als erstes dran ist und wir sind genau 50-50 aufgegangen. Gut. Ersten zwei Züge hatte Mew, zweiten zwei Züge hatten wir. Das ist okay. So, ich rede grundsätzlich nur von hinten mit denen. Da muss ich nicht die langen, großen Ausrufezeichen über ihren Schädeln sehen. Ich bin mir sicher, dass es keinerlei Zeiteffektivität tatsächlich hat, aber ich fühle mich gerne so, als hätte es das. So, dieses Schillock wird jetzt erstmal halbiert. Ja, der Crit auf der Attacke, die Fix Damage macht. Immer sinnvoll. Sehr schön, wenn Superfang critten könnte und damit garantiert Pokémon mit einem einzigen Hit ausschaltet, aber das wäre in Gen 1 ein bisschen unfair gewesen. Solange man dann irgendwie ein Pokémon bekommt, das schnell genug ist, um garantiert Crits zu bekommen. Wäre das verdammt unfair gewesen. Natürlich wurden wir verbrannt. Das heißt, wir machen jetzt weniger Schaden. Das heißt, wir nehmen jetzt auch noch zusätzlich Schaden. Das heißt, jetzt müssen wir vertauschen. Ich hasse den Verbrennungsstatus. Der ist so fies. Das ist einfach nur ein besseres Gift. Und Gift ist schon gut genug. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass es Water Gun ist. Das hat auch mit W angefangen. Man sollte lesen. Warum habe ich Withdraw überhaupt noch? Ich glaube, die Antwort ist, weil ich immer noch nichts Besseres gefunden habe. Okay, du willst einen Lickitung benutzen. Das soll mir recht sein. Schnurp! Dann kriegt es einen Krabhammer ab und ist erledigt. Weil Krabhammer gut ist.
Dann ist jetzt die große Frage, habe ich Burn Heals dabei? Ja. Nicht viele, aber ich habe Burn Heals. Wir brauchen dringend Full Heals aus der nächsten Stadt. Damit ich mir um solche Dinge keine Gedanken mehr machen muss. Was ich alles an verschiedenen Heil-Items dabei habe. Habe ich Antidotes für Gift? Habe ich Paralyseheiler für Paralyse? Nein, dann wird es einfach nur noch... Habe ich Full Heals? Ja. Was deutlich angenehmer und einfacher ist. Ja, du bist einer von diesen nervigen Trainern, der mit vielen Pokémon durch die Gegend reist. Was normalerweise nett ist, so hey, viele schwache Pokémon durch die Länder eben durchblasen kann, aber im Randomizer kann dann schon mal Unfug dabei rumkommen. Schon mal ganz schnell. Ah, du möchtest noch einen Lickitung benutzen? Okay. Dann hammern wir das wieder kaputt. Tschüss, Schlurp. Man hätte dich gekannt haben. Ein Machoke. Sollte Lord eigentlich auch mit klarkommen. Tschüss, Machoke. Solange die Attacken treffen, fällt alles um. Noch ein Golem. Jawohl. Noch ein Geowatz. Da brauche ich nicht mal Krabhammer gegen zu benutzen. Da weiß ich, dass es einfach so umfällt. Damit hat Lord auch Level 30 erreicht. So, dann hast du einen Scyther. Und gegen das Scyther nehmen wir dann wieder Jäger raus. Ich schätze, sollte damit eigentlich klarkommen, dass das Ding nur Level 19 ist. Ja, mach du mal deinen Ruckzuck-Hieb, der macht uns nicht viel. Okay, unsere Verteidigung ist verringert worden, das ist nicht so schön. Das heißt, dieser Ruckzuck-Hieb macht jetzt minimal mehr Schaden. Das ist immer noch nichts sonderlich Gefährliches. Ja, erledigt. Und damit hat Jäger auch Level 30 erreicht und hat 100 Max-AP erreicht. Yay! Und er möchte Poison Gas lernen. Yay, endlich kann ich versuchen, Gegner zu vergiften. Kann Disable mal weg, das ist in Generation 1 sowieso so unnütz. Wunderbar, habe ich auch diesen Gentleman besiegt. Dann kann ich vergessen, dass Purple Cut hat. Und ich jetzt auf einen weiter nach unten muss. Ja, tauschen wir das so. Haben unser 30er hinten. Und wir haben nicht Purple ganz vorne. So, Pokémon. Jetzt brauchen wir deinen Cut. Jetzt können wir nicht erstmal hier ein bisschen im Gras nach Pokémon schauen. Ich weiß, das in Hardcore und nee, nicht in Hardcore und Soul Silver. Ich glaube da auch. Aber vor allem in Feuerrot und Blattgrün hier irgendwo unsichtbare Items rumliegen. Gibt es auf jeden Fall schon mal wilde Entorons. Aber Entoron interessiert mich jetzt nicht so unbedingt. Ist nichts, was ich unbedingt haben muss. Guck mal, hier gibt es wilde Arctos. Okay, das interessiert mich schon eher. Hallo Arctos. Wie wär's, wenn du erstmal paralysiert bist? So, und dann kann Purple das Ding pounden, schätze ich, ohne es umzubringen. Außerdem kann Purple ganz gut die Ice Beams fressen. Es tut nämlich nicht viel. Beziehungsweise ich kann es blicken. Blick sollte nicht viel Schaden machen. Ja, okay. Ich muss wahrscheinlich auch einfach kurz noch zerschneiden, um ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ja. Können wir. Gerne, dann schnabelt es uns. Hat anscheinend auch gemerkt, dass der Eisschaden nicht so richtig viel bringt. So, Items. Wir haben Great Balls. Nicht viele. Ja, aber ein paar haben wir ja noch, ne? Wir hätten auch Meisterbälle, aber die möchte ich eigentlich nicht unbedingt benutzen. Die hätte ich eigentlich ganz gerne für die tatsächlichen legendären Pokémon. Die dann halt ihre vernünftig hohen Level haben und so. Ja, ich habe so das Gefühl, dass das auch im Randomizer immer noch hardcoded ist, dass man die legendären Pokémon nur in Ultrabällen oder besser fangen kann.
zumindest meine ich, gab es da in Generation 1 so einen Unfug für. Das irgendwie... Ich meine, das wäre mit Legendären in Generation 1 gewesen, dass man die eigentlich nur in guten Bällen fangen kann. Ich hatte nur gehofft, dass, weil ich eine Mindestfangrate für alle Pokémon eingestellt habe, dieses Gecodete vielleicht da raus ist. Falls der Loop alles stimmt. Oh mein Gott, das ist Farfetched! Was es endlich eine Entwicklung hat. Viele, viele Jahre, nachdem es einen hätte kriegen sollen. Das versuchen wir auch mal zu fangen, einfach nur weil es Farfetched ist. Nicht, weil es nützlich wäre. Purple hätte ich wahrscheinlich sogar gegen Arctos sofort ausgetauscht, wenn wir jetzt eins hätten fangen können. Einfach nur, damit ich nicht noch länger auf meine Ice-Moves warten muss, bis ich endlich mal einen bekomme. Durch Rosana. Das dauert so lange. Und Arctos ist halt einfach extrem gut. Kommt noch oben drauf. So, komm. Das sollte doch hoffentlich für einen Superball reichen. Nö. Das war noch nicht gut genug. Ich habe ja diese Runde mehr Glück. Ich kann es nicht schleckern, weil es ein Normaltyp ist und so. Von daher muss ich es einfach hoffen, dass es funktioniert. Wunderbar. Ja, die wilde Ente. Die 2 Fuß 7 groß ist. Okay, das ist jetzt natürlich, selbstverständlich der Sir, da es jetzt Sir Fetch gibt und so. Jetzt haben wir den Lord und den Sir. Sehr passend. Und dann sollten wir mal eben heilen gehen, bevor ich noch mehr Potions in irgendwelche Pokémon reinstopfe. Ein paar Trainer haben wir ja noch, bevor wir bei der nächsten Einkaufsgelegenheit ankommen. Und da heißt es dann erstmal Pokébälle kaufen. Also Ultrabälle. Außerdem Full Heals. Und, ja. Na, damit wir endlich unsere vernünftigen Items im Menü haben. Dann ist die Frage, ob ich dafür nochmal zurückkommen soll, um nochmal zu versuchen, einen Arctos zu fangen. Ja oder nein? Ja, einen Arctos haben wir ganz nett. Andererseits wäre es irgendwie schon herabstufend für Purple. Ich könnte also den Typen da stehen lassen, um am Mew-Glitch zu arbeiten, aber es ist so lange her, dass ich mir angeschaut habe, wie der funktioniert, dass ich es nicht tun werde. Also, Sword Stance nochmal eine Runde. Nein, eigentlich sollte Ninetales uns nicht viel tun können und dann jetzt mit einem Sword Stance können wir wahrscheinlich wie immer das gesamte Team vom Gegner wipen mit unserem Dragoran. Das ist ein Caterpie, das können wir auf jeden Fall wipen. Da brauche ich auch keinen Earthquake für. Zack, erledigt. Dann hat er ein Hitmonlee. Damit komme ich auch klar. Oh, das war ein Crit. Okay. Ist es bei Rap auch so, dass sind alle Runden Kritten? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das zweite Mal genauso viel Schaden gemacht hat wie das erste Mal. Und das erste Mal war ein Krit, aber im zweiten Mal stand sich dabei. Und dann haben wir hier noch ein Bibor. Das können wir auch rappen, das wir auch nicht viel tun können. Jawohl. Bibor kann sich nicht bewegen. Wunderbar, damit ist Dragoran noch Level 30. Ich halte zwischen 93 Angriffswert. Weil warum nicht? So, dann kann Marm nach vorne. Dann haben wir schon nur noch 2 29er dabei. So, und damit habe ich jetzt endgültig diese Version des Mew-Glitches erlöst, davon zu funktionieren. Jetzt möchte dieser Schwimmer gerne kämpfen. Aquanus ist natürlich nicht gerade das Beste, was wir hätten kriegen können an Matchups. Aber gut, solange es nur Sand Attack einsetzt, ist es ja nicht gefährlich. Wunderbar, dann hast du noch ein Dodo. Das Ding ist Teil Flug, das ist also eher unpraktisch für Marm. Hat zwar auch Skull Bash, aber Skull Bash ist jetzt auch nicht so gut.
Ja, ich würde sagen, also versuchen wir es einfach mit Thunder, aber es geht natürlich direkt mal daneben. Und direkt nochmal daneben. Und deshalb benutze ich keine Moves, die nicht mindestens, weiß nicht, 90% Trefferwahrscheinlichkeit haben. Normalerweise. So, und jetzt möchtest du einen Jinx benutzen. Da kann Mar wahrscheinlich auch ganz gut was gegen tun. Wir wissen ja, was Jinx für ein Moveset hat. Kein gutes. Ja. Ja, natürlich hat es mich paralysiert. Natürlich ist Paralyse auch direkt mal durchgekommen. Aber das kannst du mich jetzt nicht einschläfern. Sehen wir es positiv. Wenn wir paralysiert sind, können wir nicht durch Lovely Kiss eingeschläfert werden. Ja, jetzt brauchen wir aber erstmal wieder einen Paralyze Heal. Warum einer ist. Wunderbar. Mom's Rid of Paralysis. Wenn es nur so einfach im echten Leben wäre. Ja, in der Tat hat der Department Store in Celadon richtig viele tolle Items. Genau deshalb wollen wir da auch hin. Ich würde sagen, hier unten konnte man das Bicycle benutzen, ne? Kann man. Der Gang ist nämlich ein bisschen sehr lang und grün. Um da einfach so durchzulaufen. Irgendwas hast du Interessantes zu erzählen? Ja, da ist ein schlafendes Pokémon in der Nähe der Stadt, das ist richtig. Gut, dass er davon schon gehört hat. Immer sehr hilfreich, solche Zivilisten. Okay, hier gibt es wilde Dodrios. Dodrio ist nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht unbedingt das, wonach ich suche. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Ich hätte mir erst Ultrabälle kaufen sollen, bevor ich hier reingegangen bin, glaube ich. Sollen wir mal eben tun, bevor wir noch mehr Pokémon ausschalten, bevor jetzt hier ein Mewtwo gleich rausploppt und ich das haben will und dann müsste ich einen Meisterballer draufschmeißen. Das wäre eine wahre Verschwendung, einen Meisterball auf Mewtwo zu schmeißen. Er sagt ja und meint es nicht ernst. So, hello! Lass mich mal heilen. Dann können wir jetzt erstmal ein Pokémon in die Box schmeißen, damit wir uns das Evoli holen können. Man muss ja Platz frei haben und so. Und dann können wir shoppen gehen. Dann ist Zeit im Schatten. Builds PC. Deposit Pokémon. Dann packen wir mal Papel so lange in die Box. Hast du noch was Interessantes zu erzählen? Nö. Du noch was Interessantes zu erzählen? Ja. Ja, der hilft. Ja, wenn er ein Bike hätte, würde er Cycling Road benutzen. Das macht fast Sinn. Den Radweg mit dem Fahrrad zu benutzen. Könnte man fast meinen, dass die dafür da wären. Oh, Radschnellwege liegt hier ein Item. Ich meine, ein Feuerrot liegt irgendwo ein Item. Aber da meine ich auch sich offensichtlich Sichtbares und kein Verstecktes. Vielleicht haben sie das im Remake nur dahin gebaut, weil ihnen aufgefallen ist, dass es keinen Sinn macht, so eine riesige Gegend ins Original zu packen, ohne dass da irgendwas ist. Das ist jetzt meine Vermutung. Ich hoffe, die ist richtig. Jo, wie geht's? Ja, genau. Tausch mit deinen Freunden. Und dafür haben wir einen Pidgey bekommen. Yay, ein Taubsi. Ach, aber ich mag keine Tauben. Nicht so richtig. Na, dann nehmen wir einfach mal eine Conkers-Referenz. Die ist zwar so ein bisschen inkorrekt. So, schauen wir mal, was Beardy denn so hat. Das ist mein Level 25. Ich meine, es ist nicht so schlecht, ne? Aber es ist halt immer noch ein Taubsi, ist das Problem. Es hat Gust, Sand Attack, Quick Attack und Whirlwind. Ach, da wunderbar. Ist ein tolles Moveset. Naja, es würde sich recht bald entwickeln. So, im nächsten Level. Taubert ist auch nicht mehr so weit entfernt, aber trotzdem. Da ist jetzt wirklich nichts, was ich brauche. Ein Taubsi. Na, da packen wir es direkt mal wieder in die Box und holen uns Papel zurück. Das, was wir wirklich tun sollten. Und dann gehen wir mal im Scherten. Wir brauchen dringend Ultrabälle, um Pokémon fangen zu können. So, Deposit Pokémon. Beardy, hau ab. Withdraw Pokémon. Papel, da haben wir dich.
So. Alle bei bester Laune und geheilt und so. Und dann geht's jetzt auf zum Einkaufsladen. Die haben hier vorne die Shopping Mall. Aber bevor wir auf den super wichtigen Einkaufstrip gehen und mal schauen, was denn unsere kaufbaren random TMs geworden sind, machen wir an dieser Stelle erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir eine große Shoppingtour im Supermarkt machen und dann wahrscheinlich hier in der Stadt weiter nach Mysterien suchen werden, die wir lösen können. Bis dahin. Aloha.